Ich freue mich, dass Sie mit uns in dieses neue Jahr 2018 gehen. Ganz herzlich willkommen zum Fernsehgottesdienst der Zieglerschen, die Stunde des Höchsten. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr, dass es ein gutes Jahr wird für Sie, an dem Gott Ihnen seine ganze Menschenfreundlichkeit entgegenbringt. Eine Mutter hat sich, wenn sie sich von ihren Kindern verabschiedet hat, denen immer folgenden Segenswunsch mit auf den Weg gegeben, den möchte ich Ihnen ganz persönlich mitgeben für dieses neue Jahr. Ich wünsche dir genug Sonnenschein, damit du aufrecht durchs Leben gehen kannst. Ich wünsche dir genug Regen, damit du die Sonne mehr zu schätzen weißt. Ich wünsche dir genug Fröhlichkeit, damit du den Mut nicht sinken lässt. Ich wünsche dir genug Leid, damit auch die kleinsten Freuden in deinem Leben größer erscheinen. Ich wünsche dir genug Gewinn, damit deine Bedürfnisse mehr als gestillt sind. Ich wünsche dir genug Verlust, damit du dankbar bist für das, was du besitzt. Ich wünsche dir genug Willkommensgrüße, damit du den letzten Abschied überstehst. Und dass Gott seine ganze Menschenfreundlichkeit ihnen zuwendet, das wird deutlich im Abendmahl. Und deshalb lade ich Sie herzlich ein, in diesem Neujahrsgottesdienst mit uns gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Stellen Sie sich den Saft der Traube oder Wein und das Brot zurecht. Und dann feiern Sie mit. Und nun lasst uns diesen Gottesdienst miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich lade Sie ein, dass wir am Anfang des Gottesdienstes zusammen singen. Musik.
Wir wollen gemeinsam mit Worten aus Psalm 8 beten. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ausgebreitet ist deine Hoheit über die Himmel hin. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht begründet, deinen Gegnern zum Trotz, zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rächer. Sehe ich die Himmel, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, am Anfang dieses neuen Jahres kommen wir zu dir mit einem Herzen voll guten Willens. Neue Möglichkeiten liegen vor uns, es dieses Jahr besser zu machen als im vorigen, andere Prioritäten zu setzen, das zu tun, was wir eigentlich wollen, dich mehr in unser Leben einzubeziehen und mehr bestimmen zu lassen von deinem guten Wort. Aber am Anfang dieses neuen Jahres stehen wir auch hier als die, die wir sind, die wir gestern schon waren, kleinmütig, träge, zweifelnd, sorgenvoll, ängstlich. Heiliger Gott, wir beten darum, schenk uns ein gutes Wort in diesem Gottesdienst, das uns neu aufrichtet, das uns neu hinrichtet zu dir. Sprich zu uns, ermutige uns für dieses neue Jahr. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit Ihnen heute nachdenken über die Jahreslosung für dieses neue Jahr 2018. Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das hört sich zunächst an wie ein bekannter Vers aus den Psalmen oder aus dem alten Propheten Jesaja, aber weit gefehlt. Es ist ein Wort aus der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Und ich finde es sehr interessant, einmal zu lesen, was um diesen Vers herum gesagt wird und vor allen Dingen, was um diesen Vers herum passiert. Johannes schreibt: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen
und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Was hier geschildert ist, das erinnert mich irgendwie an eine Wanderkarte. Wir stehen ungefähr hier. Unser Ziel? Boah, noch so weit bis dorthin. Und wir haben schon so viel Weg zurückgelegt. Und jetzt wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. Haben schon so viel Wege probiert, so viele Anläufe genommen, sind so oft im Kreis gelaufen. Wir sehen vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Wir sind in einem dunklen Tal, das kein Ende nimmt. Nichts mit grünen Auen, herrlichen Aussichten, Dunkelheit umgibt uns und wir haben Angst. Und wir versuchen, nach dem Weg zu fragen, wie kann es gehen, wohin kann es gehen, und wir versuchen, das Ziel zu erreichen, zu finden, uns das Ziel vorzustellen. Und dann fordert uns Gott auf, nach vorne zu sehen. So als ob er uns zuruft: Da geht's lang. In diese Richtung liegt das Ziel. Und dann beschreibt er uns das Ziel: ein neuer Himmel, eine neue Erde. Selbst das Meer ist nicht mehr. Das Meer? Was hat es damit auf sich? Für die Menschen damals war das Meer der Verkehrsweg für die großen römischen Kriegsschiffe mit allen Zeichen von Macht, Gewalt und Unterdrückung. Im Augenblick werden wir belagert und bekriegt von allen Seiten. Innerlich und äußerlich, im Großen wie im Kleinen. Aber am Ziel haben die Starken und die Mächtigen, die Bedränger und die Möchtegern Starken, nicht das letzte Wort. Im Augenblick haben wir den Eindruck, mit dieser Erde geht es nicht mehr lange gut. Und wir versuchen noch zu retten, was zu retten ist, schmieden Pläne, aber wir spüren unsere Grenzen, haben Vorstellungen und Wünsche, aber wir kommen nicht weiter. Im Moment kämpfen wir noch mit allen Mitteln für das Überleben, im Kleinen wie im Großen. Wir kämpfen für unsere Beziehungen. Wir kämpfen gegen Vorurteile, gegen Verleumdungen. Wir kämpfen gegen Schicksalsschläge und Schicksalsmächte. Wir versuchen, das Beste rauszuholen und wir spüren, wir kommen nicht weiter. Wir stecken fest in unseren Grenzen. Und dann schenkt uns Gott für den Weg das Versprechen: Ich will euch Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das kommt mir vor, als ob er uns eine Überlebensration anbieten will. Trinkt von mir. Oh, tut das gut. Trinkt von mir. Und merkt, ihr seid nicht allein unterwegs zum Ziel. Ich bin doch bei euch und ich versorge euch. Ich möchte mit euch gehen. Ich habe versucht, das in einem Lied zum Ausdruck zu bringen. Zu dieser neuen Jahreslosung 2018. Das wäre mein Wunsch, wenn Sie dieses Lied dieses Jahr begleiten dürfte. Deshalb, wenn es Ihnen im Ohr ist, dann singen Sie mit. Das wäre ein Wunder. Kämen wir ganz alleine raus aus diesem Trott, das wär ein Wunder.
stellten wir diese Welt alleine auf den Kopf. Das wäre ein Wunder. Zögen wir uns aus eigener Kraft aus diesem Sumpf. Das wäre ein Wunder. Hätte doch nur einer von uns diesen großen Trumpf. Das ist das Wunder, Wunderbare, unser Gott macht alles neu. Und wer so lang durstig ist, dem gibt und schenkt er ganz treu. Aus der Quelle des Lebens das Wasser umsonst. Lebendiges Wasser, Wasser des Lebens umsonst. Und die Zielbeschreibung, die Wegbeschreibung Gottes geht weiter. Ja, jetzt habt ihr, meine lieben Menschenkinder, jetzt habt ihr noch zu kämpfen mit den Tränen, mit dem Leid, mit dem Geschrei, mit dem Schmerz. Aber ich, euer Gott, ich werde abwischen alle Tränen von euren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Und mitten auf dem Weg, wo wir unter dem Alleinsein leiden, unter der Einsamkeit, unter der Trennung, unter den vielen Schmerzen, da sagt uns Gott einmal mehr, das wird so nicht für immer bleiben. Am Ziel, da gibt es kein Alleinsein mehr, das ist dann vorbei. Ich werde bei euch wohnen. Gott lässt uns hineinblicken, wohin die Reise geht. Und er macht damit etwas deutlich, wie es der Theologe Klaus-Peter Hertzsch einmal ausgedrückt hat, Zitat, wer so Gott in der Wirklichkeit sieht, für den sind Himmel und Erde anders, jetzt schon ganz neu. Gott, der Erste und der Letzte, ist und er sagt, was ist und was kommen wird. Er setzt nämlich ganz neu fest, was das Letzte ist, und was das Vorletzte ist, was das Endgültige ist und was das Vorläufige ist, was vorübergeht und worauf alles hinausläuft. Wie oft denke ich in meinem Leben, das ist jetzt das Ende. Und wo ich denke, das ist das Ende, da ruft mir Gott zu, nein, das ist nicht das Ende, das ist auch nicht das Letzte, das ist das Vorletzte, das ist nicht das Endgültige. Das ist das Vorläufige. Beziehen wir das auf unsere Konflikte, auf unsere Kämpfe, auf unsere Alltagskämpfe, Diagnosen vom Arzt, Streitereien der Familie, kaum aushaltbare Schmerzen, Enttäuschungen ohne Ende, Bedrängnis, Enge, Angst. All das, sagt Gott, ist nicht für immer und ewig. Das ist vorläufig. Es ist nicht das Ende. Es ist nicht endgültig, es kommt wieder anders. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie heißt es im Volksmund so schön? Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Zwei Dinge sind mir wichtig und das ist mir wichtig, Ihnen mitzugeben fürs neue Jahr, dass wir hier und heute bemerken, dass wir es glauben, unser Zustand im Hier und Jetzt, im Heute, das ist vorläufig, das ist ein vorübergehender Zustand, das ist nicht das Endgültige, denn das Letztgültige, das kommt noch und das ist gut, das ist Heil, das ist Glück und Segen. Und so lange führt uns Gott. Und ein zweites. Es ist für uns so wichtig zu wissen, wie wir das Vorläufige überstehen. Wie wir das Vorübergehende, was wir kaum aushalten, wie wir es aushalten können, wie wir durchhalten bis zum Schluss, bis es wieder gut wird. Wissen Sie, wenn wir früher mit den Eltern unterwegs waren in den Bergen, ewig lange Wanderungen, um Himmels Willen, ich kann mich gut daran erinnern, irgendwann, wenn wir Kinder nicht mehr konnten, ja, dann zückte der Papa aus seiner Tasche Traubenzucker oder die Mama aus dem Rucksack Schokolade. Und
Und dann gab es neue Energie, neue Kraft. Genauso hört sich für mich Gottes Angebot an, das als Jahreslosung über dem neuen Jahr steht. Du, wenn du unterwegs bist, dann komm immer wieder zu mir. Und ich will dir, dem Durstigen, der sich so sehr danach sehnt, dass wieder etwas gut wird, dass sich endlich etwas ändert, ich will dir so lange etwas Gutes geben, aus der Quelle des lebendigen Wassers. Und du musst nichts dafür tun. Ich gebe es dir umsonst, damit du es aushältst, damit du es durchhältst. Das wäre ein Wunder, kämen wir raus und noch davon mit heiler Haut. Das wäre ein Wunder, gäbe es gegen all die Not ein Wunderkraut. Das wäre ein Wunder, kämen wir endlich noch auf einen grünen Zweig. Das wäre ein Wunder, hätte noch einer Rat und einen Fingerzeig. Das ist das Wunder, Wunderbare, unser Gott macht alles neu. Und wer so lang durstig ist, dem gibt und schenkt er ganz treu. Aus der Quelle des Lebens das Wasser umsonst. Lebendiges Wasser, Wasser des Lebens umsonst. Das ist das Wunder, Wunderbare, unser Gott macht alles neu. Und wer so lang durstig ist, dem schenkt und gibt er ganz treu. Aus der Quelle des Lebens das Wasser umsonst. Lebendiges Wasser, Wasser des Lebens umsonst. Und deshalb lasst uns zu dieser Quelle gehen. Lasst uns trinken, unseren Durst stillen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander das Abendmahl feiern. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Jesus Christus ist es, der uns einlädt zu sich, an seinen Tisch, in seine Gemeinschaft. Das wollen wir feiern im heiligen Abendmahl. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und nun lasst uns bekennen, dass wir so viel schuldig geblieben sind, dass wir so oft schuldig geworden sind und dass wir dringend Gottes Vergebung brauchen, damit neues Wasser aus der Quelle in uns fließen kann. Ewiger Gott, wir können nicht bestehen vor dir. Unsere Hoffnung allein ist Jesus Christus. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und tritt für uns ein.
Darum bekennen wir dir freimütig alles, was uns von dir und von anderen Menschen trennt. In der Stille. Vergib uns unsere Schuld um Jesu Christi willen. Ist dies auch eure Bitte, so sprecht: Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Durch Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Und nun lädt Jesus Christus selbst an seinen Tisch. Er schenkt uns Kraft und Zuversicht durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen, durch Brot und Wein, die Zeichen seiner Gegenwart. Verbindet er sich mit uns und schließt uns zusammen zu seiner heiligen Gemeinde. Und nun hört die Worte der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Segne uns diese Gaben, Brot und Wein, guter Gott, Vater im Himmel, dass sie für uns zur Kraft werden. Amen. Und nun kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Nehmt und esst, Christus ist mitten unter uns. Nehmt und trinkt. Und habt Teil an Gottes Gerechtigkeit. Ich lade Sie ein. Reichen Sie sich gegenseitig das Brot. Wenn Sie alleine sind, nehmen Sie sich von Christus selbst das Brot des Lebens. Und reichen Sie sich danach gegenseitig den Saft der Traube, den Wein. Wenn Sie alleine sind, nehmen Sie von Christus selbst. Trinken Sie. Er lädt Sie ein. Thank you.
Und nun lasst uns Gott danken für seine Gaben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Heiliger Gott, wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir. Erfülle dieses neue Jahr, erfülle unseren Alltag mit deiner Gegenwart. Erhalte uns täglich im Glauben an dich, in der Liebe untereinander, in der Hoffnung auf den Tag, an dem wir dich schauen in Herrlichkeit. Das beten wir. In Jesu Namen. Amen. Das wäre ein Wunder, kämen wir ganz alleine raus aus diesem Trott. Das wäre ein Wunder, stellten wir diese Welt alleine auf den Kopf. Das wäre ein Wunder, zögen wir uns aus eigener Kraft aus diesem Sumpf. Das wäre ein Wunder, hätt doch nur einer von uns diesen großen Trumpf. Das ist das Wunder, Wunderbare, unser Gott macht alles neu. Und wer so lang durstig ist, dem gibt und schenkt er ganz treu. Aus der Quelle des Lebens, das Wasser umsonst. Lebendiges Wasser, Wasser des Lebens umsonst. Kommt zu mir, ich stelle. Wenn Sie ein besonderes Gebetsanliegen für dieses neue Jahr 2018 haben, was Ihnen ein großes Bedürfnis, eine große Sorge, ein großes Verlangen ist für dieses Jahr, dann lassen Sie uns daran teilhaben. Wir beten gerne für Sie. Schreiben Sie uns Ihr Gebetsanliegen über www.stundedeshoechsten.de. Dann können auch noch viele andere dafür mitbeten. Gemeinsam wollen wir das Fürbittengebet sprechen. Heiliger Gott, zu Beginn dieses neuen Jahres sieht es nicht besser aus in der Welt als gestern oder vorgestern. Du weißt, wie wir Menschen miteinander umgehen und wie wir getrieben werden von Macht, von Neid, von Skrupellosigkeit. Du siehst, wie deine Maßstäbe immer wieder mit Füßen getreten werden. Gnädiger Gott, lass uns, die wir dir vertrauen wollen, nicht los. Hilf uns in diesem neuen Jahr, uns noch mehr in dein Licht zu stellen, uns stärken und erleuchten zu lassen von deinem Wort und deiner Liebe. Zeige du uns, wo wir aufstehen und handeln müssen, um dem Bösen zu wehren. Und lass uns gehalten sein in deinen Händen. Gib du uns Zuversicht und Stärke im Glauben zum Handeln. Und gemeinsam beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen sie nun als die von Gott Geliebten und Gesegneten in dieses neue Jahr. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Ende des Gottesdienstes habe ich noch folgende Informationen für Sie. Das neue Lied zur Jahreslosung 2018 möchten wir Ihnen gerne schenken. Möge es Ihnen zum Segen werden, möge es zum Ohrwurm werden, dass es Sie dieses ganze neue Jahr begleitet. Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf das neue Jahr 2018 mit Ihnen. Jeden Sonntag Gottesdienst und zu vielen anderen Sendezeiten ebenfalls. Was das neue Jahr noch bringt an Zuschauertagen, an Zuschauerreisen, zum Beispiel im Mai nach Korsika, das entnehmen Sie unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Sie können auch gerne unseren Newsletter abonnieren, den wir einmal am Monatsanfang versenden, aus dem Sie dann viele, viele neue Dinge aus unserer Fernsehgottesdienstarbeit erfahren. Das Ganze schaffen wir auch im neuen Jahr nur mit Ihrer finanziellen Hilfe. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns unterstützen. Das Schärflein der Witwe hilft uns genauso wie ein Dauerauftrag oder eine Großspende. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns wohlwollend gesonnen sind und wenn Sie prüfen, wie Sie uns unterstützen können. Laden Sie noch andere Menschen ein zu diesem Gottesdienst. Schenken Sie ihnen eine kostenlose DVD mit vergangenen Gottesdiensten oder bestellen Sie sich Werbematerialien, Plakate, Postkarten, alles haben wir für Sie bereitet. Das war's für heute. Das ganze Team wünscht Ihnen eine gute, gesegnete Woche. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen.